Hier in diesem zweiten Teil der Vorlesung Einführung in die moderne Physik geht es um den Fotoeffekt. Wir hatten uns im letzten Teil das Planck'sche Strahlungsgesetz angesehen und beschrieben, wie die Intensität als Funktion der Wellenlänge aussieht für irgendeinen Körper, der irgendeine Temperatur T1 oder T2 hat. Es gibt eine Verteilung, ein kontinuierliches Spektrum, aber das Maximum ist nicht nur höher für eine höhere Temperatur, sondern auch verschoben ins Blaue. Der Ansatz war, von Planck rückgreifend auf Experimente, die diese Kurven gemessen hatten, eine theoretische Beschreibung vorzunehmen. Und sein Ansatz war die Annahme, dass die Energie von Licht nur in kleinsten Teilen in Paketen, in sogenannten Quanten strahlt. Und diese Energie hängt ab von der Frequenz. Energie ist proportional zur Frequenz mit der Proportionalitätskonstante der Hilfsgröße h. Heute wird die Planck'sche Strahlungskonstante oder Planck'sches Wirkungsquantum genannt. Also wichtig hier, die Beschreibung der Experimente gelang Planck mit eigentlich einer willkürlichen Annahme über die Eigenschaften des Lichtes. Heute nennen wir das ein Quantum, ein Photon. Zu der Zeit von Planck war das nicht klar, dass es ein Photon gibt. Und man suchte tatsächlich eine theoretische Beschreibung, aber auch eine experimentelle Messung, die diese Hypothese hier bestätigte. Also, wie kann man zeigen, dass Licht tatsächlich in diesen kleinsten Paketen abgegeben wird? Wir hatten im letzten Kapitel auch schon abgeschätzt, dass die Energie sehr klein ist von einem einzelnen Photon. Das heißt, nur ein paar E-Volt. Das heißt, es ist sehr schwer zu messen, wie groß diese Energie tatsächlich ist. Am Ende des 19. Jahrhunderts lagen aber bereits Messungen vor von Hallwachs über den Einfluss von Licht auf Ladung auf Metallen. Und das gucken wir uns hier an in einem Experiment, was basiert auf einem Elektroskop, was wir aus dem Elektromagnetismus kennen. Hier ist es gezeigt, das Elektroskop ist geladen. Oben ist eine Quecksilber-Hochdrucklampe, eine Zinkplatte, einfach ein Stück Metall, was mit Zink beschichtet ist, wird einmal gerieben mit einem Sandpapier, um die Oxidationsschicht zu beseitigen, und diese Zinkplatte wird vor das Licht gehalten. Wenn man jetzt durch Reibung von Plastik auf Leder negative Ladung erzeugt und auf dieses Elektroskop anbringt, stellt man fest, dass die Ladung von dem Elektroskop mit der Zeit so im Verlauf von unter einer Minute verschwindet, sofern diese Zinkplatte beleuchtet wird mit der Quecksilberlampe. Also hier ungefähr nach 45 Sekunden ist die Ladung mehr oder weniger verschwunden. Im Elektromagnetismus hatten wir gesehen, dass es zwei Formen von Ladung gibt. Wenn man das gleiche Ledertuch nimmt und mit Glas reibt, bilden sich positive Ladungen. Hier ist die Lampe gezeigt. Und diese positiven Ladungen, gleiche Experiment auf dem Elektroskop, werden gehalten. Die Lampe leuchtet auf die Zinkplatte und man kann einige Minuten, viele Minuten warten, ohne dass die Ladung verschwindet. Hier nur eine ganz grobe Untersuchung mit einem Beugungsgitter des Lichtes, was von der Quecksilberlampe ausgelöst wird. Das Quecksilber hat einen UV-Anteil und einen sichtbaren Anteil. Der UV-Anteil liegt ungefähr bei 313, 365 Nanometer. Eine andere Linie ist bei 546 Nanometer. Also, wir halten fest, auf dem Elektroskop wird durch
Lichtladung, also Elektronen, herausgelöst. Die Energie ist notwendig des Lichtes, um diesen Prozess in Gang zu bringen. Und nur die Elektronen werden herausgelöst und nicht positive Ladung, wenn Elektronen in dem Metall fehlen. Die Annahme, um zu verstehen, was da passiert, warum die Elektronen verschwinden, muss irgendwie sein, dass das Licht Energie hereinbringt, um die Elektronen herauszuziehen. Natürlich, durch den hohen Ladungsüberschuss, wenn hier Elektronen drauf sind, heißt das auch, die stoßen sich irgendwie ab und es gibt Kräfte zwischen den Elektronen, aber die Ladung verschwindet nur unter Lichteinfluss. Hohe Lichtintensität müsste natürlich heißen, dass die Elektronen schneller, stärker losgelöst werden. Diese Interpretation ist unvollständig und das hat man Ende des 19. Jahrhunderts festgestellt, weil auch eine Wellenlängenabhängigkeit vorliegt. Ich habe das hier nicht zeigen können, aber es ist tatsächlich der UV-Anteil in der Quecksilberlampe, der zu dieser Ladungsverminderung führt und nicht der sichtbare Anteil des Spektrums. So ähnlich waren die Experimente. Dann hatte man Ende des 19. Jahrhunderts etwas weiter ausprobiert, wie diese Effekte zustande kommen. Und das ist hier in einem Praktikum auch nachvollzogen. Die gleiche Quecksilberlampe, hier wieder das Beugungsgitter ein bisschen größer, um zu zeigen, wie, also die bunten Flecke sind das Beugungslicht. Man sieht tatsächlich, verschiedene Linien kommen da raus. Diese Kiste besteht also nicht nur aus der Quecksilberlampe außen, sondern innen drin auch aus einem Prisma, was die Aufgabe hat, das Licht aufzuspalten. Dann Mechanik, um nur eine Wellenlänge auszuwählen. Das ist in der Ecke rechts. Und dieses Licht auf eine Glasröhre zu werfen. Und diese Glasröhre ist das Entscheidende. Das sieht ungefähr so aus vom Aufbau. Das Licht fällt ein auf eine Kathode, also eine Metallschicht. Das Ganze ist in Glas. Hier ist die Anode und die Anode kann von außen gegen die Kathode auf eine bestimmte Spannung gesetzt werden. Durch einen Spannungsteiler, also einen Widerstand, kann die Spannung reguliert werden. Eine variable Spannungsquelle. Und jetzt ist das Experiment folgendes. Das Licht, was einfällt, löst Elektronen aus und die fallen auf die Kathode. Und das kann man untersuchen. Und die Frage ist, hängt es von der Farbe des Lichtes ab? Hängt es von der Spannung, die hier angelegt ist, ab und vielleicht von der Lichtintensität, wie groß der Strom ist, der hier erzeugt wird, dadurch, dass die Elektronen von der Kathode zur Anode bewegt werden. Also Lichteinfall auf die Kathode, die Messung besteht aus dem Strom und zwar als Funktion der Lichtintensität, der Frequenz oder Wellenlänge des Lichtes und der angelegten Spannung. Das Licht überträgt Energie auf die Elektronen. Die Spannung wird damit überwunden, die hier angelegt wird und damit entsteht der Strom. Die Frage ist, wie dieser Prozess aussieht, was man misst und was man verstehen kann. Schauen wir uns die Messungen an, so wie sie aussehen, also die Kennlinie Strom gegen Spannung. Schauen uns an, was passiert. Keine Spannung führt dazu, dass wir einen Strom haben. Die Elektronen werden herausgelöst aus der Kathode, kommen zur Anode, fliegen raus. Hier diese beiden Kurven stellen die Messungen dar für eine niedrige Lichtintensität und für eine hohe Lichtintensität. Das heißt,
Mehr Licht drauf führt dazu, dass mehr Elektronen herausgelöst werden und demzufolge der Strom größer ist. Klar, das ist kein Problem, das ist verständlich. Es ist auch verständlich, dass bei einer Anlegung von einer Spannung die Elektronen herausgesaugt werden, gewissermaßen, die hier rausgeschlagen werden aus der Kathode. Diese Elektronen werden herausgesaugt und zur Anode beschleunigt. Und demzufolge ist der Strom irgendwann begrenzt, nämlich dann, wenn alle Elektronen, die aus der Kathode gelöst werden durch das Licht, auf die Anode treffen. Demzufolge ist dieser Sättigungsstrom nur abhängig davon, wie viel Licht einfällt. Soweit, so gut und so klar. Was merkwürdig ist, ist dieser Fall hier unten, dass nämlich eine Gegenspannung, also wenn die Spannung negativ ist, hier die Anode negativ geladen, kommt es immer noch zu einem Strom, der bricht aber ab, wenn eine bestimmte Spannung unterschritten wird. Also für Spannung unter U0 ist der Strom 0. Klar ist, dass natürlich bei einer negativen Spannung die Elektronen weggestoßen werden. Warum sollten sie dann hinkommen, noch auf die Anode? Nur, wenn das Licht eine höhere Intensität hat, sollte doch hohe Lichtintensität, hohe elektrische Feldstärke, die Energie der Elektronen auch höher sein. Die Übertragung auf die Elektronen muss ja irgendwie stattfinden. Das heißt, man würde nicht erwarten, wie es gemessen wird, dass diese Spannung U0 für alle Lichtintensitäten gleich ist. Hier ist es also etwas anders, als man sich das gedacht hatte. Nur, können wir formulieren, nur Elektronen mit einer kinetischen Energie, ein halb ME mal V Quadrat, die größer sind als dieses E mal U0, die erreichen die Anode. Und der Widerspruch zu der gängigen Erklärung über die Vorstellung der von Licht als elektromagnetische Welle ist, dass dieses U0 nicht konstant sein sollte und unabhängig von der Lichtintensität. Warum sollte das so sein, war die Frage, die man sich stellte, als man das gemessen hatte. Was könnte man noch messen, was könnte man noch ändern, um mehr Informationen zu bekommen? Das Einfachste ist, in diesem Experiment das Gleiche durchzuführen für unterschiedliche Frequenzen des Lichtes. Und dann stellt sich raus, dass diese Spannung U0, die Gegenspannung, die angelegt wird, dass die abhängt von der Frequenz. Und das ist merkwürdig. Das heißt, eine Frequenz, die höher ist, bildet ein U0 aus, was kleiner ist. Für die Sättigungsstromstärke ist weiterhin nur abhängig von der Lichtintensität. Also es geht um das U0, die Gegenspannung, die eine Frequenzabhängigkeit zeigt. Und Einstein lieferte im Jahr 1905 die Erklärung davon für diesen Effekt. Und wir kennen diese Erklärung eigentlich schon, nämlich das Licht in kleinsten Einheiten auftritt mit den Energiequanten H mal Nü oder wenn wir das umformen, H mal C durch Lambda. Das heißt, die Erklärung ist, das Licht kommt in Paketen von Energien an und es muss erfüllt sein, dass die Energie ausreicht, des Photons ausreicht, um das Elektron herauszuholen. Lösen aus dem Metallverband. Also, es muss damit gelten, dass die kinetische Energie des Elektrons
mindestens so groß ist wie das E mal U0. Und das muss gelten H mal Nü, das ist die Energie des Photons, aber es muss eine Herauslösearbeit noch vollbracht werden, um das Elektron aus dem Metall zu ziehen. Und diese Auslösearbeit, die ist hier als WA genannt. Das heißt, damit hat man eine Größe, die diese Spannung U0, die messbar ist, als Funktion der Frequenz und der Auslösearbeit aufschreibt. Also, die Gegenspannung U0 kann durch die Photonenenergie überwunden werden. Die Auslösearbeit, die ist materialabhängig, unabhängig vor allen Dingen von der Frequenz. Hier ein paar E-Volt für verschiedene Metalle. Diese Zinkplatte, die ich eben verwendet hatte, hat eine Auslösearbeit von ungefähr 4,3 Elektronenvolt. Diese Annahme hatten wir schon im letzten Kapitel für die Beschreibung des Planck'schen Strahlungsgesetzes verwendet. Einstein hat das im Jahr 1905 postuliert und für diese Erkenntnis, die Beschreibung und Erklärung des Fotoeffektes, den Nobelpreis bekommen, nicht für die Relativitätstheorie. Die Photonenenergie ist nach diesem Experiment gequantelt, abhängig von der Frequenz des Lichtes oder der Wellenlänge. Hohe Frequenz heißt mehr Energie, eine große in dem Experiment, eine große Gegenspannung kann überwunden werden. Also ist das U0 abhängig von der Frequenz. Und jetzt kann man, wenn man die Experimente durchgeführt hat, tatsächlich das U0 als Funktion der Frequenz auftragen. Nach der Relation, die eben auf der letzten Folie stand, kann man das umstellen. Das U0 ist also H durch E mal Nü minus WA durch E. Also Austrittsarbeit durch E muss irgendwie eine Konstante sein für jedes Metall. Das heißt, das U0 gemessen als Funktion der Frequenz ist eine lineare Funktion der Frequenz. Das heißt, die Steigung dieser Messwerte liefert das Verhältnis H durch E. Das heißt, auch aus dieser Messung des Fotoeffektes von den Funktion U0 als Funktion von der Frequenz lässt sich H bestimmen, Plancks Hilfsgröße oder dieses Plancksche Wirkungsquantum, wenn man die Größe von E weiß. Das war der erste Beweis, nicht nur also für die Quantenhypothese, sondern auch um aus diesem Fotoeffekt eine Messung von H zu ermöglichen. Historisch ist es also ein großer Schritt, dass das, was Planck eingeführt hatte, hier auch experimentell bestätigt werden konnte. Wir werden uns in den nächsten Kapiteln noch andere Experimente anschauen, wo diese Quantenhypothese des Lichtes immer wieder bestätigt wurde.